So, das Mikro noch ein bisschen halten in meine Richtung. Nächstes Jahr könnte die Texte, wie gesagt, im Verlauf des Frühlings oder des Sommers im Asoblog lesen, die ich jetzt hier vorlese. Ich habe was von Soyan Chaco gefunden. Und zwar in einem Buch von Jürgen Senzaki und ein bisschen was übersetzt. Es sind einige Briefe von ihm drin, die er geschrieben hat, Gedichte und ein paar interessante Texte. Daraus zitiere ich jetzt mal: Zazen ist keine schwierige Aufgabe. Befreie dich einfach von allen aufkommenden Gedanken und stelle deinen Geist wie eine große Eisenwand gegen sie auf. Also das sind die Zazen-Ratschläge von Soyan Chaco. Man kennt ihn auch über Sogyan, denke ich. Ne? Der hat ihn auch erwähnt. Male dir dein eigenes Zimmer als die gesamte Welt aus und dass alle fühlenden Wesen hier mit dir als eins sitzen. Untersuche dich selbst und erkenne, dass dein Körper nicht dein Körper ist. Er ist Teil des ganzen Körpers aller Lebewesen. Auch dein Geist ist nicht dein Geist, er ist nur ein Bestandteil allen Geistes. Deine Augen, deine Ohren, deine Nase, deine Zunge, deine Hände, deine Füße sind nicht bloß dein individueller Besitz, sondern eins im gemeinsamen Besitz aller Lebewesen. Du sprichst von deinen und anderen. Du hängst an deiner Existenz und betrachtest andere als getrennt von dir. Dies ist nur eine grundlose Illusion deinerseits. Befreie dich einfach von allen aufkommenden Verkomplizierungen und stelle deinen Geist wie eine Eisenmauer dagegen. Ignoriere widerstreitende Gedanken und sie werden von selbst verschwinden. Sobald sich dein Denken ausdehnt und mit dem Universum vereint, wirst du frei von deinem störrischen Ego sein. Dann wirst du in einen Zustand eintreten, wo es weder Relatives noch Absolutes gibt. Du bist nun transzendent, weit jenseits von Unterscheidung und Gleichheit. Okay, was das bedeutet, daran einige wahrscheinlich ihre Zweifel haben in dieser blumigen Sprache. Aber dieses Aufrichten metaphorisch eine Eisenmauer, das kennt man auch aus der alten Zen-Tradition. Ich warte mal ein bisschen, hier kommt eine Joggerin. Es gibt für dich nichts zu empfangen und niemanden, der dich empfängt. Es gibt weder Zeit noch Raum, weder Vergangenheit noch Zukunft, sondern nur ewige Gegenwart. Dies ist zwar noch nicht wahre Verwirklichung, doch du spazierst bereits in der Nähe des Palastes. Befreie dich einfach von allen aufkommenden Störungen und stelle ihnen deinen Geist als eiserne Wand entgegen. Dann wirst du eines Tages dein wahres Selbst antreffen, als wärst du aus einem Traum erwacht und wirst ein Glück erfahren, das du sonst nicht erlebt hättest. Ja, interessant, dass er auch mit dem Begriff Glück operiert. Zazen ist keine schwierige Aufgabe, sagt er. Es ist der Weg in dein lange verlorenes Zuhause. So, und an den Gedichten sieht man auch, dass Chaco eine Neigung hatte zu einer bildgewaltigeren Sprache. Meine Hütte heißt es. Eine Hütte errichtet auf dem ganzen Universum. Von dort aus kann ich Berge, Flüsse und die gute Erde als meinen eigenen Garten ansehen. Einst nervte mich die menschliche Sprache von Gut und Böse, Zu- und Abneigung. Ich kann von hier aus Stimmen hören, wie Musik im Paradies. Ich höre keine, aber ich lasse jetzt doch mal die Passanten rüberziehen. So, in seiner Übung hat Chaco also gelernt, die einst als störend empfundenen Stimmen als Musik im Paradies zu betrachten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, das war nur der Fall, weil er überwiegend im abgeschiedenen Kloster lebte. Und dann mal wieder froh war, was zu hören, wenn er jeden Tag Gelaber hören würde. Wie das ja in der Großstadt, jedenfalls wenn man entsprechend in entsprechenden Gegenden lebt, der Fall ist. Ne, da unterhalten sich Leute gerne auf der Straße, stehend über mehrere Stockwerke mit den Personen in der Wohnung brüllend.
die brauchen das scheinbar. Nehmen wir das nächste Gedicht, dein eigenes Paradies. In unermesslicher Zeit durch ewigen Raum. Sag nie, ein gewisser Buddha lebe in einem gewissen Land. Schließlich ist die Welt, in der du lebst, dein eigenes Paradies. Und noch eins, wie gesagt, aus dem Buch von Nyogen Senzaki, Like a Dream, Like a Fantasy, Tokio 78, meines Erachtens noch nicht übersetzt. Lohnt sich aber in der Gänze auch nicht, ne? Denn wie gesagt, viele der Briefe von Shako und auch der Text von Senzaki sind nicht so interessant. Ja? Hallo? Abschiedsverse. Ich liebe die Krankheit wie ein Mönchsdiener. Ich liebe die Krankheit wie ein Mönchsdiener. Es gibt keinen Teufel, es gibt keinen Buddha, beide sind fort. Wo ist die wahre Quelle, zu der man zurückkehren soll? Große Leere hängt über dieser kleinen Hütte. Konntet ihr den Hund sehen? Der hat so ein, wenn man mal diese Sachen von Paul Ekman sind, die Analysen der Mimik von Menschen sieht und wie die weltweit sich ähnelt, wenn gewisse Gefühle zum Ausdruck kommen. Und dieser Hund, dem so die Lefzen hängen, der hat so einen etwas melancholischen Ausdruck. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Ne? Also dem scheint so ein gewisses Gefühl, so wie das bei manchen Hunden ist, ins Gesicht gebrannt zu sein. Und ich glaube, es ist schwer, das zu übersehen, wenn man sich so einen Hund aussucht. Ich schätze, dass dieser Gesichtsausdruck irgendwie die Gefühlslage des Herrchens oder Frauchens anspricht, ne, wenn man sich so einen Hund anschafft. So, suche ich noch ein anderes Fleckchen, vielleicht so ein Teich. Bis dann.